hier auf der Insel, die er selbst zerstört hat, zurechtkommt. Ja. Guck, wie du zurechtkommst. Ja, oder so. Das Schicksal hat er sich selbst bestimmt. Und wir müssen jetzt die Insel evakuieren, so viel wir noch können. Ja, das ist gut. Ihr habt sie unter Kontrolle. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung, ich und Aiden. Und er hat sein Schicksal bekommen. Wenn das bekommen, was er verdient hat. Sein gerechtes Schicksal. Kann man so sagen. Ja, ich glaube, die Insel können wir nicht mehr retten. Dieser Ort ist nicht mehr zu retten. Evakuiert das Örtchen hier. Alle raus hier. In die Wasserfälle. Weg hier. Die Leere ist gar nicht so leer. Da ist Land unter uns. Müssen wir vertrauen. Rein da. Springt. Die Gründerin müssten vielleicht auch mal ein Wort sagen oder mal vorlaufen. Wir haben eine Möglichkeit, um auch den Vertrauen zu geben. Na komm, wir laufen vor als allererstes. Wir wissen ja, dass da unten was ist. Ja, Leute, traut euch. Ja, er vertraut meinem Wort. Und die Gründerin hoffentlich auch. Dann wissen die, ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und da wissen sie, dass sie vertrauen können. Hops, alle runter. Evakuiert das Land. Alle runter von dieser Insel. Hops. Oh, jetzt tiefer rein. Ich hoffe, wir landen weich im Wasser. Zack, zack. Dann lande ich. Die anderen kommen nach. Weg frei machen, dass die nicht auf mir landen. Oh, die Quelle. Die Erwartungs. Natürlich habe ich nicht gelogen. Als ob ich lügen würde hier. Ich habe die Leute gerettet. So viel wie ich konnte. Ja. Geht und findet etwas Holz und baut euch eine neue Stadt. Das. Das ist eine Idee. Damit kann man anfangen. Jo. Ah, die Lohnruten sind auch noch hier. Der ist hoffentlich hart aufgeschlagen. Ah, das ist Aiden oder was? Hm. Sie verdienen es. Ja, sie haben übel gebaut. Verhaftet sie. Bringt sie in Gewahrsam. Steckt sie in ein Zimmer. Hello, hello everyone, please. This is your founder speaking. Now that we're all safe, we need to organize. Start planning our new community. Joa, neu planen, eine neue Stadt bauen. Long enough on that island in the sky. It is time for us to run free. Build whatever we please. Ja, jetzt könnt ihr bauen, was ihr wollt. Könnt. I cannot allow my people to be influenced by this naive idealist.
Nur sie versucht zu helfen. Ja, aber ihr müsst manchmal mal was bauen. Ihr müsst eine neue Stadt bauen. Ihr müsst Reich gründen. Und das ist die Idee. Ach Leute, es beginnt hier wieder ein Streit zwischen Leuten, die sich für Gründer halten. Ja, bestimmt ist beides möglich. Da gibt es bestimmt einen Mittelweg zwischen beiden. Es gibt immer einen Mittelweg. Ja, ohne Plan sollt ihr nicht herumlaufen. Organisiert bauen und eine organisierte Stadt errichten. Ja, ihr beide könnt was lernen. Voneinander am besten. Ihr kriegt das schon hin. Ihr seid doch, so wie ich sehe, erwachsene Leute und ihr kriegt das schon gebacken. Und vergeudet diese Chance nicht. Macht was Gutes draus. Baut eine schöne Stadt. Baut eine Zivilisation auf. Und werdet wieder groß. Ja. Macht was draus. So, zurück zum Portal und ab in unsere Welt. Macht euch keine Sorgen, das wird schon. Wir kommen schon nach Hause. Früher oder später kommen wir das sowieso. Did I not mention it either? Because I could have sworn I said something. No, you didn't. I guess the moment just never presented itself. Come on. So, zurück zum Portal. Oh, in die Eversource. There you are. Das Hühnchen ist auch noch da. Sorry about her. That's okay. Looks like she's having fun running around. Yes, I think she took it pretty well when I told her she didn't need to be the Eversource anymore. What are we gonna do with you now, huh? Na sowas. Ihr könntet reisen, das ist doch noch. Reisen ist immer schön. Eine gute Idee. Ja. How would you like to go explore some of those very tall vertical rocks? We call them mountains. So. Lovely. Berge. Ja, Berge, so was ganz Schönes. Die Gründerin und die ewige Quelle. Erkunden ein paar Gebirge. Das ist auch super. Benedikt. Das ist ein schöner Name, den finde ich sehr gut. Eine Krone. Dann wird mir eine Krone überreicht. Benedikt. Das Huhn heißt jetzt Benedikt. Geht die Windquelle hin. Schwein. Hey Jesse. You okay? Jesse? Ich vermisse jemanden. Da gibt's jemanden, der keine Abenteuer mit uns erleben kann. Aber wir haben noch viel vor uns. Ab ins Portal und weiter voran. Auf zu neuen Welten. Ja, die Quelle und so weiter lassen wir die hinter uns. Das war ein verrücktes Abenteuer. Auch wir haben noch einen Schatz für ein kleines Krönchen bekommen. Das ist doch ziemlich etwas wert. Das ist ein kleines Andenken. Können wir unsere Halle dazu legen. Andenken sind doch auch was wert. Zack, Portal an. Und weiter geht's. Neue Abenteuer erwarten uns. Oh. Das ist nicht unser Zuhause. Holla.
das Ende von Episode 5. Immer her damit. So, dann können wir in Episode 6 demnächst starten. Ja, toll, toll, da haben wir wieder ein Kapitel abgeschlossen. Sehr gut, kommen wir auch voran. Episode 5 ist abgeschlossen, ja. Episode 6, ein Portal ins Mysterium. Dort geht's weiter. Auf Vieh. That glow, that enchantment, is the work of a very old group of builders. A group so old that they existed even before the Order of the Stone. Okay, hier wirkt es ein bisschen gruselig. Und damit willkommen zu neuen Abenteuern, wie ich immer gerne sage. Hier sieht es nicht gerade sehr einladend aus. Ein Friedhof, Fledermäuse, zwei Monde. Iron Lucas. Hey, okay. Told you it was a dumb bet. But you guys hört auf rumzuelbern. Dieser Ort ist wirklich ein bisschen gruselig. Müssen wir uns hier wirklich länger aufhalten? I'm just worried about Axel und Olivia. Axel und Olivia, das ist eine gute Frage. Wo sind denn die? Wo sind die gelandet? Find it overflowing with monsters. Yeah. Joa. Built them the bridge. That is more than we started with. Man, I hadn't thought about that. Sie können auch auf sich aufpassen. Na, das hätten wir tippen können. Hey, maybe next time we're in the portal hall, we can leave a sign or something. Tell them which one we're going through. I like that idea. Well, I for one. Ja, lass uns erstmal rausfinden, was hier los ist, wo wir denn hier angekommen sind. Was passiert hier? Was machen wir hier auf einem Friedhof? Ich bin noch ein bisschen jung, um auf einem Friedhof zu landen. Das freut mich auch. Herausfinden können wir es nur auf eine Art, indem wir drauf losgehen und es untersuchen. So sieht's aus. Okay, ein Buch scheint es zu sein. Untersuchen wir es. Oh, eine Einladung. Mein Leben hängt davon ab. Okay. Ja, Zombies. Was, Villa? Zum Abendessen eingeladen? Wenn das mal keine Falle ist. Oh, wei. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt durchs Lesen. Zack, zack. Liest die jetzt weiter, oder was? So. Ja, sie ist auch richtig beschäftigt. Jetzt muss ich in den Rücken frei halten. Ja, die Wegbeschreibung. Und darauf kann ich mich gerade nicht so wirklich konzentrieren. Sorry. Oh, ein Weg. Dann folgen wir dem mal. Ja, hier sind wirklich verdammt viele Zombies. Wo kommen denn die auf einmal her? Ja, das könnte tatsächlich eine Falle sein. So eine offensichtliche Einladung. Das war noch nie ein gutes Zeichen. Die Villa. Oh.
Er sieht mir ziemlich doll nach Resident Evil aus. Das ist ein typisches Resident Evil Situation. Ja, wir müssen zusammenbleiben, bloß nicht aufteilen. Das ist der größte Fehler in solchen Situationen. Ja, toll, das kann man auch aus Resident Evil Nummer 1. Hier sind es zwar keine wildgewonnenen Hunde, aber trotzdem. Wir haben von etwas gejagt und fliehen in eine Villa. Eine gruselige, dunkle Villa. Ja, da kommt das Intro wieder. Minecraft Story Mode. Eine Halloween-Folge oder was? Eine Halloween-Episode, wie es ausschaut. Mir wird's gruselig. Ausweichen. Ja, nicht über so viele Zombies rüberrennen. Wäre dann doch nicht schön. Ja, dann. Ab in die Residente des Bösen. Des Bösen. Resident Evil. Die Minecraft-Edition. Zack, jetzt habe ich ihn überrannt. Das ist vielleicht nicht so gut. Können die auch umgehen? Oha! Oh Mist. Mich ungünstig gestolpert. Ducken. Oh nein. Das wollte ich eigentlich verhindern. Jetzt hat uns Ivo da reingeschubst. Okay, vielleicht ist das auch gut, weil da sind nicht ganz so viele Zombies drin. Ah, jetzt haben wir wieder einen Hit kassiert. Ausweichen, ausweichen und weiter. Spinne! Ducken. Tauchen, um genau zu sein. Ja, nice. Und weiter. Ein Wasserfall. Oh nein. Das ist gar nicht gut. An Land. Die Zombies wollen uns mit sich nach unten ziehen. Oh, das haben sie erfolgreich geklappt. Geschafft. Oh wei. Wir hängen an dünnen Lianen am Abgrund. Na, ZR. Rüber da. Jetzt hangeln wir uns nach oben. Ivo, kommst du auch mit? Eieiei. Es fängt ja hier schon spitzenmäßig an. Die sechste Episode von Minecraft Story Mode. Na, wenn das keine spannende Episode wird. Ich renne an vorbei. Muss nicht alle erstechen. Oh wei. Skelette jetzt auch noch. Oh man. Huha. Hätte ich ausweichen müssen. Huh, zack. Bin ich auch gut ausgewichen. Na, Petra räumt da oben auf. Sehr gut. Huh, zack. Drüber. B. Und da. Nach links und nach rechts. Oha. Das war nicht ganz so gut. Aber noch lebe ich. Oh, eine große Mauer. Manöver 66. Alle Zombies töten oder was? Oder 66 kann ich leider gerade nicht ausführen. Tut mir leid. Ich muss lieber fliehen. Kleine Hommage an Star Wars oder was? Hier in Minecraft. Okay, okay. Story Mode. Mansion. Luigi's Mansion oder was? Luigi's Mansion, ja, müsst ihr ja zugeben, ist auch irgendwie ein bisschen Resident Evil-like. Und jetzt auch noch Minecraft Story Mode. So bleibt er mir. Rein in die Villa. Das tue ich sehr ungern, aber ja, macht ja Spaß. Resident Evil hat bisher immer hervorragend Spielspaß gebracht. Also, ja, rein da. Waffen haben wir ja sogar. Oha! Ein Kürbisgesicht. Ich sah ein Kürbisgesicht. Ein heimlicher Typ am Fenster. Ja. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein, wenn wir da reingehen.
Das könnte ein spannendes Abenteuer werden. Resident Evil Minecraft. Ich freue mich sehr. Rein da! Los! Wir wollen Abenteuer erleben. Fenster! Dann können wir hoch. Rinder. Normalerweise betritt man Resident Evil Nummer 1 durch die Haupttür, durch die Vordertür. Aber ja, hier können wir auch notfalls durchs Fenster einsteigen. Hey, you never know when those will come in handy. Looks like some kind of kitchen in there. Then break the window and get us into the blasted place. Ja. Schlagen. Und zack. Killier. Schon sind wir drin. Zombies sind ja auf jeden Fall schon mal vorhanden. Also fehlt ja nicht mehr viel für ein gutes Resident Evil. Ah, da sind Leute. Und scheint keine Zombies zu sein. Hi, wer seid denn ihr? Hallöchen. Wir sind nicht die Gastgeber. Ja, wollte ich mal gerade sagen. Wir haben auch eine Einladung. Ja, wir haben uns vor den Zombie-Massen geflüchtet. So schaut's aus. Und wir stecken bestimmt nicht hinter der Sache. Captain Sparkles? Den Namen habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Gehört. So vom Hören sagen mal so. Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Seltsamer Name. Das ist auf jeden Fall so. Und das sind bestimmt nicht die richtigen Namen. Jesse, that's a girl's name. Das habe ich, glaube ich, schon relativ früh bemerkt. Und in einem der ersten Parts gesagt. Wir sind große Nummern. Ja, wir sind gute Kämpfer. Wir können ja was leisten. Tork wird sich daran erinnern. Tork habe ich noch nicht so wirklich gehört. Aber Captain Sparkles. Von dem habe ich schon mal irgendwie was gehört. Wie viele seid ihr eigentlich? Kann sein, dass... Nee, kann nicht sein. Und was suchen Leute, die ich kenne hier in Minecraft? Story Mode. Noch zwei Monde. Sind wohl genauso wie wir durch das Portal gekommen. Durch ein Portal. Dunkelheit! Was ist hier los? Talk. Im Dunkeln ermordet oder was? Oh wei. Schöne letzte Worte. Okay, was geht hier vor? Wir haben den ersten Toten. Jesse ist kein Mädchennamen. Man muss dem Toten widersprechen. Reiß dich zusammen. Ich weiß, dein Freund ist tot, aber wir müssen gucken, dass nicht der Nächste gleich stirbt. Oh. Eine Falle an der Decke. Toks Inventar. Was? Das Inventar ist weg.
There's the trapdoor that okay. sucked up Torque Dog's stuff. Eine Falltür. Looks like it's a match set with that arrow dispenser up there. Was zum Geier? He didn't really have anything worth stealing. Perhaps it was simply to dispose of the evidence. So, ha. Ein Pfeil. Untersuchen wir den mal. Guys, found something strange about this arrow. Yeah, Ivor, you know potions and enchantments and weird stuff like that. Ja, Ivor ist der Spezialist. Vielleicht findet der etwas darüber heraus. Na? Smells like Gift? Potion of poison. Was? Pfeile, die in Milch getunkt wurden? Du weißt von denen? You say you know about these tipped arrows? Anything else you know that you're not telling us? Das scheint sich zu einem Detektivroman zu entwickeln. Also müssen wir hier ermitteln, wer der Mörder war oder was? Spielen wir hier Cluedo? Ja. Ah, neue Leute. Wie ist denn das? Ein Mädchen. Wer ist die und was macht sie hier? Hallo? Wer bist du? Du erkennst uns? Okay. Dasselbe, was Petra sagte. Noch mehr neue Leute. Okay, sie ist Lizzie. Okay, ein großer Saal. Wo sind wir hier? Ein Bild von mir. Was zum... Was? Sieht so aus, als wurden wir erwartet. Ach du Schande. Wie kann das nur. Ist ja fast so, als. Ivor findet es schön, dass da ein Bild von sich hängt, aber. Mir macht das irgendwie Angst? Das ist ziemlich unheimlich. Wir waren hier noch nie vorher in diesem Haus. Und kommen wir hier rein und da hängen Bilder von uns aus. Das ist schon. Ein bisschen creepy, würde ich sagen, oder? Und er ist schon als Toter markiert, also. Okay, ja, alles klar. Da hat jemand irgendwas vor. Das ist doch irgendwie... Dass da schon ein rotes Kreuz über dem einen ist. Und das ist sehr wirklich. Riesiges Cluedo-Spiel. Das wird spannend. Da freue ich mich doch drauf. Oh, noch mehr Leute. Wie viele sind wir denn hier? Was macht ihr denn, Halle? Die haben alle so ulkige Namen. Mein Kart. Okay. Wer sind die ulkigen Typen hier? Ja, das sind wir. Und jetzt erklär mal, wer ihr seid. Ein paar irre Leute in einem irren Haus, in einer irren Villa. Ja. Der erste Tod ist schon passiert. Den Fail müssen wir zeigen. Und das war die Mordwaffe. Lass uns herausfinden, wer der Täter war. Das Spiel kann beginnen. Ich muss mir diesen Namen merken. Was machen diese komischen Typen hier? Und wer sind es die? Ja, in der Tat.
let's just say you didn't know Torque Dog like we did. So I'm looking at this situation, I'm trying to figure something out. Is this just about Torque Dog, or is there a bigger picture? Yeah, why have our portraits? Von wir waren noch nie hier. Das ist wie kann das? Woher kann der Besitzer dieses Schlosses, der Villa, uns überhaupt kennen? Einladungen. Wir sind nicht zufällig hier. Irgendwer will uns hier haben. Irgendjemand hat da irgendwas geplant. Das ist ein größerer Plan, der dahinter steckt. Ja, was du nicht sagst. Wir stecken alle in Gefahren. In Schwierigkeiten. Ja, zusammenarbeiten ist nicht schlecht. Wenn wir alle im Team wirken, dann kommen wir schon irgendwie zurecht, oder? So ein großes Team kann auch nicht scheitern. Wow. Oh, all of this danger talk has my stomach all queasy. Stampy. Yo, Stampy. Das ist auch ein irrer Typ. Stampy, Lizzie kenne ich jetzt. Den Typ, dessen Namen ich schon vergessen habe, den wir als erstes kennengelernt haben. Der mir irgendwie bekannt vorkam vom Namen her. Stotter. Zeit für Detektivarbeit. Ein Detektivspiel. Ich beginne das Ganze zu lieben. Ihre Leute? Eine gruselige Villa? Ein Detektivspiel? Das ist meine Welt. Na, können wir mal beginnen, uns umzuschauen und detektivisch zu ermitteln. Na, reden wir mit den Ersten. Dan und Lizzie. Vielleicht erfahren wir sogar, wer die sind. Vielleicht verraten sie es uns, ja.